Natürlich war der junge Rumäne Adrian Krishan nur Außenseiter gegen Ding Song. Zu souverän wirkte der Chinese schon im ersten Einzel gegen Grujic. Und gleichzeitig musste Krishan ja die überraschend deutliche Niederlage gegen Ding Yi wegstecken. Adrian Krishan, ein Spieler, so hat es Düsseldorfs Trainer Andreas Preuß mal formuliert, der in der Lage ist, den Ball 100-mal zurückzubringen. Aber von diesen Qualitäten war gegen Ding Song wenig zu sehen. Krishan wird ja Plüderhausen auf jeden Fall verlassen nach Saisonende. Der Wechsel nach Ochsenhausen steht fest. Eigentlich ein typischer Ballwechsel in diesem Spiel. Wenn er denn wollte, dann zog Ding Song auf einmal das Tempo an, brachte seine ganz starken Topspins ins Spiel, egal ob mit Vor- oder Rückhand. Und dann machte er auch, wie er wollte, den Punkt. Schon am Anfang eine ganz klare Führung für Ding Song. Also man muss es schon so sagen, in Frickenhausen, da sind ein paar Aufschlagkünstler versammelt. Ding Song, Chu und auch Ding Yi, allesamt setzen sie in erster Linie auf ihre Aufschläge. Und wie verzwickt kommen die, wie schwer zu berechnen für die Gegner. Wir haben einen Sprung gemacht, 12:6 jetzt die Führung für Ding Song. Ja, das sieht ein bisschen aus wie im Training. Und es war, muss man sagen, ein Klassenunterschied zwischen dem 28-jährigen Ding Song und dem gerade mal 19-jährigen Adrian Krishan, der ja eine so hervorragende Hinrunde hingelegt hat als Nummer 3 bei Plüderhausen. 10:3 Siege, Einfuhr und deshalb ja auch dann nach vorne ging ins erste Parkkreuz. Da sind natürlich die Aufgaben viel, viel schwerer. Ja, das mag man kaum glauben, dass er auch noch solche Bälle zurückbringt. Ding Song, Krishan völlig überrascht, reagiert kaum noch nach diesem Kantenball vorher. Ding Song hatte ja auch ein bisschen gesundheitliche Probleme, musste eine Darmgrippe auskurieren. Das ist schon ein paar Wochen her. Aber er hat trotzdem immer weitergespielt und auch immer erfolgreich weitergespielt. Schauen Sie sich das Ergebnis an. 18:6 für Ding Song. Es war ähnlich wie schon beim Einzel Ding Song gegen Grujic. Null Chance für den Mann aus Plüderhausen und ein ganz souveräner Auftritt des Bundesliga-Besten Ding Song. Krishan war der Verzweiflung nahe. 8:21 wird er deklassiert im ersten und vor allem natürlich, weil er einfach gegen diese Aufschläge kein Mittel wusste. Es ist auch nicht so einfach, solche Spiele zu bestreiten und dann von außen keine Tipps zu bekommen. Nichts gegen die Verantwortlichen aus Plüderhausen, nichts gegen den Manager, nichts gegen den Sportwart, nichts gegen den Abteilungsleiter. Aber es wäre natürlich schon sehr hilfreich für die Spieler, wenn ein erfahrener Coach hinten an der Bande stehen kann. Das war nicht der Fall und deshalb musste Krishan noch einen weiteren Satz erdulden gegen Ding Song. Es änderte sich nicht allzu viel. Sie sehen es hier schon wieder 4:0 für den Chinesen. Ungewohnte Perspektive, im Ergebnis bleibt alles beim alten. Krishan probiert es, er versucht Ding Song unter Druck zu setzen, aber es gelingt wirklich nur ganz, ganz selten. Hier zum Beispiel. Er gilt ja als großes Talent, er hat bewiesen, dass er auch gegen Top-Leute bestehen kann, hat gegen Samsonov nur ganz knapp verloren, hat Jörg Roskopf geschlagen.
Und man erwartet von ihm noch sehr, sehr viel. Er muss vielleicht athletisch noch ein bisschen besser werden. Dafür wird der Trainer in Ochsenhausen dann sicherlich schon sorgen. Leo Amisic wird es ja nicht mehr sein. Über die Nachfolge gibt es noch keine konkreten Aussagen. Aber wenn das denn passieren wird, wenn Krishan ein bisschen zulegen kann, auch an Muskulatur, ein bisschen beweglicher wird, dann kann er absolut ein Topmann werden in der Tischtennis-Bundesliga. Aber der Abstand zu Spielern wie Ding Song, der ist noch ziemlich groß. Ein bisschen besser ist es schon für Krishan als im ersten Satz. Er hat schon die 10-Punkte-Marke übertroffen. Jetzt sogar der 11. Punkt für den jungen Rumänen. Aber insgesamt war das Match so wie dieser letzte Ballwechsel. Ding Song diktierte das Geschehen nach Belieben. Es war wirklich insgesamt eine ziemlich schnelle Nummer. Das Ganze dauerte nur knappe 15 Minuten. 84 zu 43 Punkte machte Frickenhausens Nummer 1 Ding Song insgesamt gegen Grujic und Krishan. Mehr muss man zum Leistungsunterschied nicht mehr sagen. Ding Song sicherte seinem Team nicht nur den Gesamtsieg über Plüderhausen, sondern endgültig auch den 5. Tabellenplatz. Nicht unwichtig im Hinblick auf die Playoffs. Stimme danach, eingefangen von meinem Kollegen Detlef Watzke. Ja, ich sehe, habe ich schlecht gespielt. Ich sehe keinen Ausschlag, wann er schlägt darf. Ist sehr schwer für mich. Auch gegen Affer. Ich spiele nicht so gerne. Und er ist ein Weltklasse-Spieler. Platz 5, sagen wir mal, ganz zufrieden bin ich nicht, aber damit können wir leben. Jetzt werden wir gegen Vierte spielen. Das ist unser vierte Finalspiel. Und da schauen wir mal weiter. Wer ist der Wunschgegner? Wunschgegner, wenn ich spielen hätte, würde ich nochmal gegen Ochsenhausen spielen. Wir hatten heute keine Hoffnung, dass wir 5-5 spielen oder 6-4 gewinnen. Ob das dann 0-6 ausgeht oder 4-6, ist in Bezug auf den Abstieg völlig unerheblich. Klare Sache also im Schwaben-Derby. Zufriedenheit beim Sieger Frickenhausen und Bangen beim Verlierer, denn Plüderhausen muss weiter um den Klassenerhalt zittern. Aber vielleicht sind ja auch die Sorgen unbegründet. Zurzeit gibt es nämlich mit Fulda Marberzell nur einen Zweitligisten, der ernsthaft den Aufstieg anpeilt. Außerdem verdichten sich Gerüchte, dass vielleicht TTF Bad Honne finanziell bedingt sich aus der Eliteklasse zurückzieht. Und käme es so, würde ja Plüderhausen auf jeden Fall in der Bundesliga bleiben. Nochmal der Endstand, souveräne 6:1 für Frickenhausen gegen